So, auf ein neues. Aufnahme Nummer 3 jetzt dieser Folge, der Folge 7. Erstmal herzlich willkommen zurück zum Metro 2033. Ja, warum dritte Aufnahme oder vierte Aufnahme? Ich habe die... Stirb! Renne ich auch noch da rein? Ich habe diese Aufnahme hier schon jetzt mittlerweile zum dritten Mal gestartet, weil ich zwischendurch immer wieder Probleme hatte. Erstens hat die PlayStation mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sollte beim Trinken mal kürzer treten. Das solltest du tun. Meine PlayStation war der Meinung, die müssten nur die zweiten 15 Minuten aufnehmen, der insgesamt 30. Und ja, von so an dann beim zweiten Mal hat meine Nachbarin geklingelt. Auch sehr schön. Und beim dritten Mal wurde ich angerufen. Ja, was ich aber nicht wegdrucken konnte, weil es wichtig war. So, zurück zum Spiel. Im Übrigen habe ich rausgefunden, wie man Granaten benutzt. Ja, also von so an, kann ich euch mal zeigen. Dreieck gedrückt halten. Und dann hat man hier das Digipad, wo man auswählen kann. Ich werde mal jetzt hier die normale Granate auswählen. Und man kann sogar hier Munition kaufen. Ihr seht es, oben rechts R1 wird eingeblendet. Ja, oben rechts, da kann ich jetzt draufdrücken. Und kann sofort mein kleines Sturmgewehr nachladen. Und habe damit sofort... sofort volle Muni. Man kann hier überall die Lampen ausmachen. Erinnert mich voll an Thief. Ich weiß nicht warum. So. Dadurch, dass ich, wie gesagt, diesen Bereich hier schon erledigt habe, weiß ich natürlich, wo schon alles liegt. Hier zum Beispiel in dieser kleinen... Huch! In dieser kleinen Kaschemme hier liegt ein, Sturmgewehr, mit Schalldämpfer. Was ich sehr, sehr schön finde. Da kann ich nämlich auch mal eben... Und was ich nicht verstehe, wenn ich das mit Schalldämpfer eingesammelt habe, das sieht mir nämlich nach einem Schalldämpfer aus. Aber auf einmal verschießt mein Sturmgewehr Brandkugeln oder Brandgranaten. Und ihr müsst jetzt drauf achten, das ist mir in der vorletzten Aufnahme-Session aufgefallen, sterben die urplötzlich von alleine, die Gegner. Ich weiß nicht warum. Könnte man jetzt selber drauf achten. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt auch wieder passiert. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob's... Hier ist übrigens auch eine Falle. Die machen wir mal eben weg. Schläfst du oder was? Ich würde mal ganz fix den Typen erledigen. Uah. Hey, du hast nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Nein, wohl nur zu viele Pilze. Stirb, nein! Was war das? Voll der Fail. Aber voll der Fail mal. Aber mal voll der Fail. Im Übrigen können wir auch unsere Maske mal abnehmen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Da, da, der stirbt einfach. Warum? Warum stirbt der? Ich hab doch nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum der gestorben ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der hat irgendwie einen Nagel. Was, was, was? Der hat irgendwie einen Nagel im Rücken. Von was denn? Da drüben ist doch nichts. Oder hilft uns da einer? Ich verstehe das nicht. Und die brennen. Warum, warum die brennen, weiß ich auch nicht. Oh nein! 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 Okay, gehen wir das Ganze nochmal neu an. Das gibt's doch nicht. Das lief doch letztens viel, viel besser. Hey, wer ist da? Du siehst gar nichts, siehst du gar nichts. So. Oh, stirb. Also. Oh, hier liegt sogar Medipack. Das habe ich selber noch gar nicht gefunden gehabt. So, jetzt werden wir mal eben ganz schnell hier das Sturmgewehr mit dem... Warum? Was? Warum stirbt der denn? Wovon?
Wovon wird er jetzt getroffen? Ich will's gar nicht wissen. Egal, ich frag erst gar nicht. Das ist so richtig vom Spiel. Ja, das ist so richtig. Ja, auf jeden Fall. Das muss so sein. Mal eben ganz schnell hier nachladen. So. Ich hinterfrage das erst gar nicht. Warum, weshalb. Das. Und jetzt habe ich auch keine... Doch, wollte schon sagen. Jetzt habe ich keine Brandmunition mehr. Hier dein Fisch genagelt! Genagelt! Na komm, zeig dich! Komm! Put, 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 put! Komm, komm! Komm, mein Kleiner! Komm, mein Kleiner! Zeig! Hoch, hoch, hoch! Da, der auch schon wieder! Was? Was? Was ist das denn? Wow, wow, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Muss ich das verstehen, oder? Ich verstehe das nicht. Ist das ein Bug vielleicht? Ich werde mal eben die Maske abnehmen. Wenn ich schon einmal dabei bin, aber die brauchen wir momentan nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso die einfach sterben? Oder haben wir irgendwie eine Funktion, dass die... Och, wie niedlich er da sitzt. Normalerweise so und nicht anders, ja? Aber nicht von selbst sterben. Ich meine, ist ganz cool, ja, aber macht jetzt auch nicht. Mach die Lampe aus. So. Munition. Hier ist übrigens eine Falle. Ja, die hier oben, dann kommt nämlich hier oben die Stahlrohre, kommen hier raus. So, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich jetzt... Jetzt darf ich hier nichts vergessen, weil hier war so viel auch zum Sammeln. Er auch. Ich frage mich, wie der Ich war hier nie gewesen. So. Such das Miststück. Willst mich doch nicht ärgern, oder, Kumpel? Ach, da ist er doch. Ring. Cool. So. Munition, Munition. Munition, Munition. So, ich weiß, dass es hier in der Tür weitergeht. Hier ist ein Medipack. Wir sind aber schon gefüllt mit Medipacks. Das heißt, wir... suchen mal weiter. Ich weiß, dass hier irgendwo noch... Ich glaube, da hinten auf dem Tisch war noch irgendwas gewesen. Wenn ich mich nicht in recht sinne. Ja. Jede Menge Gezeugs. So, 54 vom Kaliber, vom Revolver haben wir. Hier oben sind noch solche... Das sind diese Pfeile, aber wer verschießt diese Dinger? Wir doch nicht, oder? Oder haben wir irgendwie eine Funktion? Aber ich drücke ja gar nichts. Und durch den Schwierigkeitsgrad kann es auch nicht sein. Was soll das sein? Okay. Aha! Da habe ich vorher auch nicht reingeguckt. Okay, hier liegt nichts. So, hier ist eine Akustikfalle. Ja, mit den Dosen. Da geht's weiter. Da hinten geht's auch weiter. Hier vielleicht noch irgendwas. Nee, da ist nur das Radio. Ich glaube, hier hinten lag noch was. Ja. Da lag noch ein toter Soldat, der noch Munition für uns hat. Und jetzt können wir eigentlich weitergehen, Gott sei Dank. Ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr. Mein Gott, wie häufig ich diese Folge aufgenommen habe. Oder versucht habe, sie aufzunehmen. Die Folge 7. So, mit Musik machen wir mal aus. Da ich ganz genau weiß, dann kriege ich nachher wieder... Inhalte bestätigt, Drittanbieter. Hm. Inhalte von Drittanbietern bestätigt. Hey, hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt habe? Nein. Mein Gott, schieße ich 3-4 Mal daneben, ey. Ja, Alarm, Alarm.
Ich glaube, der ist tot. Oder beziehungsweise haben wir ihn erledigt. Dann gucken wir mal hier unten. Es läuft diesmal nicht so geschmeidig wie vorher. Hab ihn unter Beschuss, Leute. So. Diesmal verbrauche ich auch ein bisschen mehr Muni. Ich glaube nur noch einer ist am Leben, wenn ich das richtig im Sinn jetzt habe. Ein hin und zwei im Sinn. So. Ich laufe mit meinem... Kann sein, dass das Miststück weg ist. Hallo, Kuckuck. Verdammt. Oh, Entschuldigung. So, da werde ich nochmal eben schnell Munition holen. So. Da haben wir auch Munition. Munition für die Flinte. Oh, da ist doch noch einer am Leben. Ganz vorsichtig. Psst. Manchmal brennen die nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich weiß es echt nicht. Ich werde auch einen Teufel tun, das auszuschalten, wenn das ewig geht. Ich werde das jetzt einfach mal so belassen. Vielleicht geht das ja auch wieder weg. Vielleicht sind das auch Fallen, wovon ich nichts weiß. Die ich vielleicht nicht sehe. Wo ich vielleicht irgendwie demnächst mal wieder selber reinrenne. Wie ich es ja immer so gerne tue. So. Da haben wir so eine Splittergranate. Ja. Ich vermute mal, dass es Splittergranate ist. So, da ich weiß, dass ich den Schalldämpfer oder diese Dinge nicht brauche, werde ich mal auf dieses Moped wechseln. Ja, was auch sehr schön ist, weil das ein größeres Visier hat. Da haben wir noch eine Splittergranate. Da ist die andere Tür. Wo wir hätten auch reingehen können. Das haben wir alles. Der hat noch Munition für uns. Der hätte zum Beispiel den Revolver mit Schalldämpfer, aber brauchen wir nicht. Ist ja jetzt total sinnfrei. So, die Jungs haben bestimmt noch was für uns. Was hat der? Was ist das für eine Wumme? Alter, was ist das denn? Das ist eine Flinte, ne? Oh, ich glaube, die werde ich mal... Ich glaube, die werde ich mal gegen die andere Flinte tauschen. Weil... Geil! Alter, die ist ja wohl mal Porno. Gut, da haben wir eine neue Flinte gefunden. Auch schön. Ja. Sollen wir mal Licht anmachen? Können wir ein bisschen was sehen? Cool. Eine neue Flinte. Guck an. Achso, und Munition wollte ich mal eben besorgen. So. Der hat Granaten bei sich gehabt und ein bisschen Patronen für uns. Da ist auch wieder eine Flinte. Das haben wir alles voll. So, und jetzt kommt nämlich gleich ein Punkt, wo ich eigentlich beim allerersten Mal schon so weit war. Ich bin auch schon hier durch. Ich war auch schon im nächsten Kapitel bei der Folge. Und dann irgendwann dann... Huch! Was? Oh, okay. Wir sollten vielleicht da mal die Maske aufsetzen. Da unten sind... Ich wollte es gerade sagen Sporen, wie bei The Last of Us. Aber es sieht ja förmlich danach aus. Da ist übrigens eine AK. Ich glaube, die nehme ich mal. Ja. Alter. Komm ganz schnell raus hier. So. Genau, da geht es nämlich jetzt weiter in der Mission. Ja. Und da wollte ich hin. Also da wollte ich eigentlich noch hin. Ja. Hier ist noch eine Falle. Hier können wir, glaube ich... Ja. Hallo? Captain Kirk-Türen sind das. So, hier liegen Mutanten. Boah, wäre das jetzt geil gewesen. Auf einmal stehen die. Ich stehe. Stehen auf einmal hinter dir. Was ein Schocker. So. Dann heißt es für uns, jetzt gehe ich mal darüber und kriege da mal lang. Weil da wollte ich eigentlich hin, aber ist gut. Dann kann ich auch wenigstens da nochmal lang gehen und mal gucken, was hier ist. Ob sich das lohnt.
ich sage jetzt mal dazu gar nichts. Ich lasse das mal. Ich werde mal die Lampe ausschalten und belasse das mal euren Kommentaren hier unter diesem Video, was ihr dazu meint, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ja? Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl, sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige oder Hypokrit? Artyom, geh zum Tod! Oh! Tja, das war's wohl dann mit Bourbon. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Okay. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Oder Genghis Khan. Oder Robert Khan. Ich gehe zurück zu Verfluchten? Wer ist ein Verfluchten? Auch ein Teddybär. Oh, wie süß. Okay, dann. So. Eine kluge Entscheidung. Ja, denke ich auch. Das Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Der... Oh, schön. Mein Gott. Ich mag... Ah, da muss ich mich überschütteln. Ich mag keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich keine Spinnen mag? Ich mag keine Spinnen. So. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. So. Ich denke mal... Kokot... Nupoxa. So. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Okay. Ich würde aber auch gerne fernbleiben, weil das sieht mir nämlich nicht hier sehr vertrauenswürdig aus, wo wir hier lang gehen. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Okay. Wären wir doch verrückt. Vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Haha. Welcher Tunnel ist nicht gefährlich? Lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Haha, ich will nicht für immer hier bleiben. Der ist auch schon länger hier. Wer weint denn da? Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort wer verwenden kann. Was weint denn da? Hallo? Alter! Alter! Mach mich schon nicht fertig! Ich hab die Kopfhörer so laut. Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Die Silhouetten. Was? Geister? Ach du Scheiße. Kann ich ja gar nicht. Ist ja gar nichts für mich. Ich
bin eigentlich jetzt schon immer froh, dass ich jemanden bei mir habe, der mit mir durch die Metro-Tunnels läuft. So dass ich eigentlich, Mama? Immer. Wo bist du? Stellt mich gerade die Frage, was ist jetzt schlimmer? Der Schrei des Kindes? Oder die ekligen Spinnenviecher da vorne? Ich will da gar nicht lang gehen. Was ist das denn? Oh, bitte kein Spinnengegner. Muss ich jetzt vorgehen? Ich komme hier gar nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter, du Bob. Was muss ich denn tun? Okay. Hallo? Kahn! Hallo? Hallo? Ich komme hier nicht weiter. Warum? Muss ich hier... Hallo? Also ich kann mich... Nein, jetzt haben wir nicht das Spiel hängend. Hallo? Huch. Och, ich sollte mal vielleicht mal wieder... Kahn? Können wir dann mal bitte weitergehen? Ich möchte hier nicht ewig verbringen. Oder Moment. Ja! Wow, was? Alter! Alter, geh kacken! Geh kacken, du Scheißvieh! Geh kacken, du Scheißvieh! Alter! Ich werde mal eben meine, warte mal eben, Kahn, bleib mal eben da. Ich muss mal eben gucken, wie kann ich denn nochmal hier meine... Ach so, genau. Ja! Ich muss ja mal meine Lampe aufladen. Das ist so geil gemacht. Ich weiß, ich find's total cool. So. Zur Seite, Artyom. Wie zur Seite? Was? Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Ich will mich dieser Vergangenheit nicht anschließen. Nicht jetzt. Ich bin doch viel zu jung zum Sterben. Bitte nicht. Gehen wir. Ja, wir gehen schon die ganze Zeit. Ich möchte, dass du mal ein bisschen schneller gehst. Hallo? Ich möchte hier nicht ewig verbringen. Also gibt es hier auch Geisterzüge und Geisterviecher? Oh Gott, das kann ja was werden. Ich will niemals hier alleine rumlaufen. Entschuldigung. Immer nach vorne schauen. Was? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Und jetzt? Folge mir. Aber bleib hinter mir. Okay, wie du sagst. Mein Gott, bin ich klein. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterio Manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonelapio Asterio Manto. Castonelapio Asterium. Alom rom om. Alom rom om. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr als... Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben. Ach,
Scheißspinne. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Jupp. Hm, ess keine grünen Pilze. Okay, hier hat einer wohl gestanden und geballert. Boah, ist das cool. Ist das geil gemacht. Boah, cool. Ach, der arme Kerl. Der hat wahrscheinlich zu viele grüne Pilze gegessen. Dann hat er direkt einen Arm verloren. Ist ja immer so. Wenn du grüne Pilze isst, verlierst du immer einen Arm. Ja. Dann ist er immer weg. Dann... Die wachsen sogar aus der Wände. Wo guckt er hin? Okay. Boah, ist das cool. Ist das cool. Was? Ach, Scheiße. Scheiß Ratten. Mann. Was ich sagen wollte, das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr. Immer mehr und mehr. Haha, Scheißspinnen. Das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr als, als Geschichtentrollo, nenne ich das jetzt mal. Also als schöne Geschichtenerzählerei. Und das finde ich gut. Es macht eine schöne Atmosphäre. Vor allem, da kommt man auch super rein ins Spielgeschehen und kann man sich auch so bildlich vorstellen, wie das Ganze läuft. Finde ich ganz cool. Ja, eine alte Ameise und wieder grüne Pilze. Ja, und wie es hier weitergeht, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge Metro. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, macht's gut. Tschüss.